Da möchte ich ganz eine kurze Vorstellung machen. Wir werden die Panelisten dann natürlich näher kennenlernen in der Diskussion. Zu meiner Rechten oder von euch links möchte ich Cornelia Dietem sehr herzlich begrüßen. Sie ist als Beraterin und als Dozierende tätig im Bereich Ethik und Design. Sie berät Unternehmen, sensibilisiert für das Thema Ethik und Trust und ist auch Studiengangleiterin an der HWZ in Zürich für das Thema. Direkt daneben Christian Budnik. Er ist der Vertreter der Wissenschaft hier, ist Philosoph von seinem Hintergrund her, arbeitet an der Universität Zürich und er ist insbesondere tätig im Nationalfondsprogramm 77 über die Digitalisierung, also vom Schweizerischen Nationalfonds gefördert. Ein sehr breites, interessantes Programm, kommen wir sicher auch noch darauf zu sprechen. Zu meiner Linken möchte ich ganz herzlich begrüßen Nicolas Zahn. Er ist als Berater tätig in der politischen, gesellschaftlichen Welt, hat einen Hintergrund aus der Politikwissenschaften und er ist tätig, jetzt muss ich schnell nachschauen, wie heißt die Stiftung? Swiss Digital Initiative. Er ist tätig für die unabhängige Initiative Swiss Digital Initiative, wo sie eben die Programme für Digitalisierung erarbeiten und politische und gesellschaftliche Beratung auch anbieten. Auch dazu werden wir dann mehr hören. Und als vierte Person hier vorne als Experte aus der Tech-Seite, wenn wir so sagen, möchten wir gerne Enrique Säuberle begrüßen. Er arbeitet beim IBM Research Lab in Zürich-Rüschlikon und er beschäftigt sich insbesondere mit neuen Technologien und berät Executives von Unternehmen, wie diese neuen Technologien, sprich Artificial Intelligence, Blockchain, Quantum Computing, wie diese Technologien eben auch genutzt werden können. Jetzt habe ich das Bild noch vergessen hier. Und dann haben wir noch hier meine Wenigkeit. Ganz kurze Einführung, wir möchten dann direkt einspringen in die Diskussion. Warum ist das überhaupt ein Thema, über Ethik und Vertrauen zu sprechen? Weil es offensichtlich Bereiche gibt im Leben oder eben auch insbesondere in der digitalen Welt, wo eben nicht überall gewährleistet ist, dass wir den Dingen, so wie wir sie sehen und wahrnehmen, vertrauen können. Also es gibt Risiken von Missbrauch und wir kennen da viele Beispiele. Vielleicht kennt ihr den Film The Social Dilemma. Der ist von Tristan Harris initiiert worden ursprünglich. Ein 90-minütiger Doc und da packen die Leute aus dem Silicon Valley so richtig aus. Also was machen die wirklich und warum machen sie das? Und wie funktioniert es, das Nudging und die Dark Patterns und die Beeinflussung der User, um eben möglichst tolle Experience zu schaffen auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich, das hatten wir auch schon heute Morgen gehört, man muss ja auch irgendwie Geld verdienen mit dem, was wir hier machen. Spannender Doc, sehr zu empfehlen, den mal anzuschauen. Wir hatten, ich glaube, vor 3 Jahren das Thema Dark Patterns, auch auf dem World Usability Day diskutiert, hatten da einen spannenden Vortrag von Leuten von Google dazu. Und auch da gab es natürlich eine Illustration von Roland, die hat er mir freundlicherweise hier zur Verfügung gestellt. Also ein Dark Pattern, Intended Action, ich möchte hier gerne Lift fahren und dieser Button hier, der leuchtet mich an und wenn ich den drücke, passiert irgendwas völlig anderes. Worum geht es? Also wenn wir jetzt in die Welt des Social Media schauen oder generell im Internet, es geht um die Aufmerksamkeit der User. Alle streiten darum, diese Aufmerksamkeit zu erlangen mit allen Tricks und eben nicht immer nur mit fairen Tricks. Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber ich denke, das ist ein sehr zentraler Punkt, worum es hier auch geht im Kampf um
die User-Aufmerksamkeit. Zum Einstieg in die Diskussion habe ich meine Panel-Teilnehmer gebeten, dass jeder sich ein Statement mal formuliert, was für sie oder für ihn zentral ist beim Thema Ethik, Vertrauen in der digitalen Zukunft. Und wir starten mit einer Runde, wo ich diese Statements kurz zeige und direkt dann meine Kolleginnen und Kollegen bitte, die auszuführen. Das erste Statement ist von Cornelia. Vielleicht kannst du es kurz ausführen, bitte. Ja, das ist etwas, was mich sehr gefreut hat, dass ihr eigentlich heute Morgen schon darauf eingegangen seid. Und wahrscheinlich ist für euch das klar, aber für sehr viele Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger ist es nicht klar, dass eben Technologien und Daten nicht neutral sind. Also wir machen etwas damit, wir entscheiden, wofür wir es anwenden. Und von dem her stecken auch immer Menschen und ihre Werte dahinter. Und ich denke, das ist extrem wichtig, dass man sich einfach bewusst ist, das ist nicht neutral. Und ich nehme es eben im Moment so wahr, dass wir nicht überlegen, welches Problem wollen wir lösen, sondern dass man dann sagt, ich muss ein KI-Projekt haben oder Stimmerkennung tönt auch gut. Und das ist der falsche Treiber, um wirklich Probleme zu lösen und vor allem auch ein gutes Leben sicherzustellen. Also Technologien bieten unheimlich viele Möglichkeiten und wir haben gerade jetzt wieder sehr viele neue Technologien. Und wie wollen wir die einsetzen? Das ist letztlich auch die Frage. Vielen Dank, Cornelia. Ich möchte gleich weitergehen zu Christian Butnik, sein Statement. Ja, ich bin im Grunde so der Mahner, glaube ich. Mir geht es darum, darauf aufmerksam zu machen, dass das Verhältnis von Vertrauen und Ethik komplizierter ist, als oft suggeriert wird, unter anderem auch von dem Titel unserer Veranstaltung. Es gibt sehr viele unethische Projekte, die Vertrauensbeziehungen involvieren. Wenn Sie beispielsweise an Bonnie und Clyde denken, die haben einander vertraut, aber gleichzeitig Tankstellen überfallen und Leute umgebracht. Also es ist nicht so eindeutig, dass Vertrauen immer etwas Gutes ist. Und wir sollten uns zumindest ein bisschen überlegen, was wir mit dem Vertrauensvokabular machen, wenn wir es einsetzen. Und ich glaube, es wird oft eingesetzt, vor allem auch in Kontexten, um die es hier geht, um bestimmte Dinge zu verschleiern und manchmal auch um unethisches Verhalten zu verschleiern. Vertrauen ist so ein Feel-Good-Word. Wer Vertrauen hört, fühlt sich sofort irgendwie wohl aufgehoben und umsorgt. Und es wird gerade aus diesem Grund sehr häufig, dieses Wort wird sehr häufig eingesetzt, wenn Sie beispielsweise an Werbung denken, wenn Sie an politische Kampagnen denken. Es ist immer und überall von Vertrauen die Rede. Umgekehrt wird Misstrauen geschürt in politische Gegner oder Produkte, die man vielleicht selber nicht verkaufen möchte. Es ist ein sehr, sehr gefährliches Werkzeug, dieser Vertrauensbegriff. Und ich finde, wir sollten sehr vorsichtig damit umgehen und wir sollten nicht zu schnell davon reden, dass wir Vertrauenswürdigkeit in irgendetwas herstellen. Vor allem nicht, wenn es um digitale Strukturen geht, die als solche Objekte, Artefakte sind, die nicht geeignete Objekte von Vertrauen sind. Das ist, glaube ich, ein Punkt, auf dem ich in der Folge beharren möchte. Wir können Personen vertrauen, wir können Personen in unserem Nahbereich vertrauen, aber Gegenständen, mögen sie noch so komplex sein, können wir nicht vertrauen, aus bestimmten Gründen. Und diese Gründe zu erfahren, ist, glaube ich, ziemlich interessant. Also Vorsicht, wenn Vertrauen draufsteht, reingucken, was drin ist. Ganz besonders dann. Vielen Dank, Christian. Ich möchte gleich weitergehen, nämlich zu Nicolas. Vielen Dank. Ja, dem Statement, dass man genau hinschauen sollte, dem würde ich wahrscheinlich nicht widersprechen, aber ich komme bei der Vertrauensfrage ein bisschen aus der anderen Perspektive. Ein Gründungsgrund für die Swiss Digital Initiative war nämlich die Erkenntnis, dass es mit der digitalen Transformation harzt, dass viele Projekte, unter anderem auch wenn sie vom Staat angestoßen werden, auf Widerstand stoßen. Und ein Aspekt, warum sie scheitern oder warum Widerstand herrscht, ist größeres Misstrauen gegenüber dem digitalen Fortschritt. Ich sehe das auch bei mir selbst. Früher konnte ich nicht schnell genug das neueste Gadget haben oder Software ausprobieren. Aber mittlerweile werde ich da immer kritischer. Das hat nicht nur mit Snowden zu tun, sondern auch mit Revelations über Facebook. Man sieht plötzlich Businessmodelle, die man ein bisschen hinterfragen möchte. Ständig liest man in der Zeitung über Datenlecks und muss sich wirklich die Frage stellen, ja, wem gebe ich da eigentlich Zugriff auf was und haben die dieses Vertrauen überhaupt verdient? Und ich würde eben sagen, dass früher
vor noch nicht allzu langer Zeit, vielleicht auch noch heute, wirklich ein großer Vertrauensvorschuss da war, dass man gesagt hat, diese Frage des Vertrauens, das interessiert mich gar nicht, das ist einfach mal schon gegeben, aber das kann man heute nicht mehr voraussetzen, sondern da muss man, wenn man digitale Dienstleistungen anbietet, aktiv werden und aufzeigen seiner Kundschaft, warum man vertrauenswürdig ist. Viele Dinge, die ja in der letzten Zeit aufgekommen sind oder sichtbar wurden in den Medien, die schüren eben auch das Misstrauen gegenüber diesen Technologien. Und ich denke, deshalb ist es auch wichtig, sich damit zu beschäftigen. Vielen Dank, Nikolas. Wir gehen gleich. Danke, ja. Also ich arbeite in der Forschung drin und ich wage zu behaupten, ich bin den meisten so 5 Jahre vielleicht voraus, die Technologien, die wahrscheinlich erst in 5 Jahren im Markt sind. Und was ich in den letzten Jahren festgestellt habe bei vielen Diskussionen, ist eben diesen Paradigmenwechsel, der im Moment sich vollzieht. In der Vergangenheit ging es oft darum, ich habe ein Problem und da hat man sich gefragt, gibt es eine Lösung? Kann ich eine Lösung dafür erarbeiten? Und die Realität heute ist eigentlich fast die umgekehrte. Ich habe so viele Lösungen und ich muss hingehen und schauen, welche Lösung passt auf ein Problem. Und auch das, was du gesagt hast, oder? Brauche ich das neueste Gadget überhaupt? Brauche ich alle 6 Monate ein neues Telefon? Brauche ich das neueste Feature? Ich meine, ist unbestritten, weil als das iPhone auf den Markt kam, war es revolutionär, ganz neue Features. Aber schaut mal die neueste Version an. Ich habe ein bisschen mehr Speicher, eine bessere Kamera. Es gibt immer neue Lösungen dazu. Und sei es im technischen, aber auch in anderen Bereichen. Und das überfordert die Menschen eigentlich. Wie gehen wir Menschen mit dieser Überforderung um? Wir nehmen die nächstbeste, die einfachste Antwort, die auf meinen Zustand passt. Und diese Überforderung müssen wir ernst nehmen, weil schlussendlich gibt es viel zu viele Kurzschlussentscheidungen, weil ich eben zu viele Lösungen habe für mein gegenwärtiges Problem. Und es ist wichtig eben zu verstehen, am Schluss soll es immer wirklich noch um die Menschen gehen und nicht rein um Technologie. Also zu was führt meine Entscheidung? Ist es wirklich zu einem besseren Dasein oder geht es rein darum, dass ich jetzt eine neue Technologie bei mir habe? Okay. Viele technologische Lösungen. Wir haben die Herausforderung auch häufig, wenn wir in der Ausbildung suchen, ja immer interessante Projekte, dann kommen Startups auf uns zu und die sagen, ja, jetzt haben wir da diese neue Technologie, wir haben eine super Idee. Bitte findet die User, die das dann auch brauchen. Und das sind die Projekte, vor denen ich jeweils warne, weil die häufig schief gehen. Das ist genau das Thema. Also, und Technologie soll uns ja helfen. Also das heißt, es muss auch irgendwelche relevante Dinge aus dem Leben unterstützen oder eben Probleme lösen. Sonst macht das keinen Sinn oder wird das nicht benutzt. Ich habe auch noch ein Statement beizutragen. Und zwar, der Ruf nach Ethik und Vertrauen macht mich immer ein bisschen nachdenklich, weil wenn man nach Ethik ruft, dann heißt es, dass ja wahrscheinlich irgendwelche Reihen oder so im Hintergrund laufen und alle wissen das und eigentlich muss das jetzt irgendwie gelöst werden. Wir haben heute überall Ethikräte an den Universitäten, wenn es um Forschung geht. Wir haben in den großen Unternehmen Ethikverantwortliche. Übrigens hat Facebook hat auch, ich glaube, das war sogar der Tristan Harris, der war Ethik zuständig bei Facebook oder Google, eins von beiden, weiß gar nicht mehr genau. Also da heißt, irgendwo, wenn wir Rauch sehen, muss ein Feuer sein. Und mit diesem Feuer wollen wir uns etwas vertieft beschäftigen. Und ich möchte gerne jetzt in die Diskussion einsteigen. Wir haben in euren Eingangsstatements jetzt schon ein paar deutliche Perspektiven auf das Problem gesehen. Ich möchte vielleicht im ersten Schritt ein bisschen noch tiefer gehen. Was ist genau das Problem mit Ethik und Vertrauen in der digitalen Welt? Wollt ihr das noch bitte ein bisschen vertiefen? Wer will starten? Mir ist gerade was eingefallen zu dem Statement von Enrique, das ich sehr interessant fand. Und zwar, dass wenn wir von Ethik reden, ganz vieles im Schwange ist und das sind oft sehr unterschiedliche Konzepte von Ethik. Ich glaube, klaren Fälle, in denen über ethische Probleme im Kontext der Digitalisierung gesprochen wird, sind Fälle, in denen irgendetwas wirklich sehr, sehr Wichtiges auf dem Spiel steht, die Gesundheit der User oder so etwas. Ja. Dürfen wir Autos konstruieren, die selber entscheiden, ob sie
zwei ältere Leute oder drei jüngere Leute umfahren oder so etwas. Da geht es klarerweise um ethische Fragestellungen, weil es um Leben und Tod und so wichtige Sachen geht, die man irgendwie entscheiden muss. Mhm. Das ist ein legitimes Anliegen, aber ich glaube, gerade im Kontext der Digitalisierung geht ein anderes Ethikverständnis verloren oder tritt in den Hintergrund, sodass wir uns diese Fragen, die damit zusammenhängen, gar nicht mehr stellen. Nämlich Ethik in diesem klassischen Sinne, in dem antiken fast schon Sinne, der Frage, wie will ich leben? Brauche ich das wirklich, dieses Gadget, Enrique, wie du es angedeutet hast? Das ist jetzt nicht eine Frage, wo man sagen würde, hier müssen wir dringend irgendwelche Kriterien für moralisch Verbotenes oder Gebotenes aufstellen. Es ist aber eine Frage, die uns trotzdem beschäftigt, und zwar nicht nur als Individuen, sondern auch als ganze Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, eine Frage, die noch immer viel zu selten diskutiert wird. Wie wollen wir leben als Personen unter anderen Personen? Und wie verändert Digitalisierung die Art und Weise, wie wir uns selber, unser Leben und unsere Mitmenschen verstehen? Mhm. Denn das sind Einflüsse, glaube ich, die sehr massiv sind, die unterreflektiert sind und die wir einfach über uns ergehen lassen. Christian, du hast am Ende gesagt, dass verstärkter Ruf nach Ethik kommt. Meiner Meinung nach ist er noch nicht laut genug, weil die Frage, weshalb man sich im Kontext der Digitalisierung mit ethischen Fragestellungen und auch Vertrauen befassen sollte, hängt meiner Meinung nach mit mehreren Punkten zusammen. Einerseits haben wir digitale Dienstleistungen, die in immer mehr Lebensbereichen zum Einsatz kommen, teilweise auch Entscheidungen vorbereitet werden durch technische Systeme oder sogar teilweise direkt schon getroffen werden, wenn wir im Bereich des Automated Decision Making sind und teilweise weitreichende Konsequenzen haben können. Ist jetzt etwas anderes, ob ich eine Amazon-Produktempfehlung kriege oder ob mir die Bank automatisiert meinen Kreditantrag ablehnt oder annimmt. Das Zweite ist, dass ist halt die Kehrseite der Scalability. Sehr viele Digitalprojekte kann man ja umsetzen und dann auf sehr großem Scale ausrollen und das auch sehr schnell. Und da halten wir, das sehen wir ja auch in der politischen Diskussion, da können wir nicht wirklich Schritt halten. Da stellen wir Fragen erst, wenn sich Systeme schon eingenistet haben im Alltag. Und es sind auch sehr häufig sensitive Daten betroffen, also gerade im Gesundheitskontext, Bildungskontext, wo wir jetzt auch während Covid gesehen haben, es hat sehr schnell funktioniert, die Umstellung mit Homeoffice, Homeschooling, Einführung von neuen Tools. Aber gerade dadurch, dass wir das so schnell auch einführen mussten, hatten wir gar nicht die Zeit, gewisse Fragen eventuell zu diskutieren. Wie schätzt du denn die Lage in der Politik ein? Also hast du den Eindruck, das Thema ist da noch nicht angekommen? Nein. Überhaupt nicht. Also ich war vor kurzem an einer Veranstaltung, wo es um den Digital Service und den Digital Market Act ging. Und die Organisation, die es organisiert hat, wollte halt so ein bisschen die Frage in den Raum stellen, okay, in Europa passiert sehr viele neue Regulierungen, sehr viele neue Gesetze. Was heißt das für die Schweiz? Und der Grundkonsens der meisten Politiker in der Schweiz, der Schweizer Politikerin anwesend an diesem Anlass war so ein bisschen, ja, wir beobachten das mal. Und wenn dann was kommt, dann können wir schon irgendwie was wursteln, aber da muss man jetzt sicher nicht noch proaktiv werden. Und ich möchte jetzt hier auch nicht irgendwie das Wort überbordender oder voreiliger Regulierung sprechen, überhaupt nicht. Aber ich glaube, das ganze Themenfeld ist auf der politischen Agenda schon noch viel zu tief angesiedelt. Und vielleicht haben wir auch ein bisschen den Eindruck, das ist irgendwie ein Problem, das wird in Silicon Valley dies gelöst. Wir in der Schweiz, wir nutzen ja das nur. Also ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Fehler. Das ist noch etwas schlimmer. Ich glaube nicht, dass es nicht angekommen ist, sondern es entspricht unserer politischen Kultur. Also nehmen wir auch den Datenschutz, oder? Wir sind wahnsinnig liberal. Das heißt, wir glauben sehr stark an die Kräfte der Selbstregulierung. Also für mich passt das wunderbar zu unserem politischen System. Wir werden das dann autonom nachvollziehen. Verzögert. Wie schätzt du das Thema jetzt auch bei den Unternehmen ein, mit denen du zu tun hast? Also ich würde sagen, es gibt wenige Unternehmen, die sich ernsthaft damit auseinandersetzen, aber deshalb fand ich auch dieses Thema Vertrauen, auch wenn es ein schwieriger Begriff ist, ich glaube, aus Sicht der Unternehmen hat es eine gewisse Logik, dass sie nicht das Wort Ethik nehmen, weil das ist sehr abstrakt und Vertrauen, das versteht man. Man will gute Kundenbeziehungen, man will kein Vertrauen verlieren, man möchte auch nicht, dass irgendwie das Banking betroffen ist von dem, was vielleicht bei Social Media passiert. Also schlussendlich ist es auch schade, wenn Facebook dann irgendwie über alle Branchen hinweg Misstrauen schürt. Das kann es ja auch nicht sein. Und von dem her, wenn das ein Motivator ist, zu sagen, die Menschen
sind skeptisch und wir wollen, dass sie uns vertrauen, dann kann das durchaus eben eine Handlung auslösen. Mhm. Und ich denke, ein Problem der Digitalisierung, weshalb wir eben ethische Fragen haben, ist einfach diese Nichtsichtbarkeit. Oder denken wir zum Beispiel an Preise, an dynamische Preise. Wir sehen es nicht oder wir sind uns nicht gewohnt, dass wir vielleicht unterschiedliche Informationen erhalten aufgrund unserer Datenspur. Das heißt, wenn wir es nicht wissen, dann können wir auch keinen Einfluss nehmen. Dann können wir nicht sagen, wir melden uns da ab oder wir wollen den Anbieter wechseln. Das macht es eben sehr schwierig. Und das kam heute auch schon zum Ausdruck. Dann diese Selbstbestimmung, diese Autonomie, die uns sehr wichtig ist und die sehr grundsätzlich ist, die ist einfach hier in Frage gestellt. Damit diese Selbstbestimmung überhaupt funktionieren kann, muss ich ja auch wissen, was dahinter steckt. Also was ist meine Datenspur und welche Konsequenz hat das? Ich wollte gerade etwas sagen zu etwas, was ich sehr spannend finde, Cornelia, nämlich zu dieser Haltung von Unternehmen, die auf der einen Seite vertrauensvolle Kunden, User haben wollen und auf der anderen Seite mit der Skepsis dieser User umgehen. Ich glaube tatsächlich, dass das die Ausgangslage ist, aber es ist auf gewisse Weise eine schizophrene Ausgangslage, könnte man auch sagen, weil dieses Vertrauensvokabular ja genau den Zweck erfüllt, Skepsis aus dem Weg zu räumen. Wer vertraut, fragt nicht nach Gründen. Vertrauen hat eine komplexitätsreduzierende Funktion. In einer Welt, die wir nicht mehr überschauen können, in einer komplizierten technologischen Welt, passt es sehr gut, wenn Leute einfach mit einem vertrauensvollen Gefühl an meine Produkte herangehen. Und es ist gar nicht erwünscht, dass die großartig nachfragen. Das ist ja auch das Perfide an dem Vertrauensbegriff, weswegen ich eingangs davon gesprochen habe, dass er gewissermaßen kooptiert wird oder entführt wird, in Geiselhaft genommen wird von Unternehmen, nicht nur von Unternehmen, auch von Politikerinnen und Politikern, um bestimmte Ziele zu erreichen und um sozusagen gefügige User und Konsumenten zu haben. Und die Frage, die sich dann stellt, ist, ist Vertrauen auf Seiten der User überhaupt mit Skepsis kompatibel oder nicht? Und ich glaube, die Antwort muss hier lauten, nein, das ist nicht kompatibel. Lass uns diesen Vertrauensbegriff rausschmeißen und versuchen, auf mündige, skeptische Userinnen und User einzugehen und ihre Anliegen zu verstehen. Aber dazu müssen wir uns unterhalten über Fragen wie, was wollt ihr eigentlich und um welchen Preis wollt ihr das? Und das sind Diskussionen, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob alle Unternehmen mitgehen wollten. Also was ich jetzt noch beobachte, ist, wenige Unternehmen, ich meine die Schweiz selber, das ist die Schweiz ja nicht der Ethikmarktplatz. Also die Schweiz positioniert sich als Innovationsstandort, oder? Das positioniert nicht als Vertrauensstandort. Und Innovation und Ethik, die beißen sich in der Regel. Die gehen nicht Hand in Hand. Die Ethik kommt meistens sehr spät und Innovation heißt auch Risiken einzugehen, eben Vertrauen, obwohl ich es nicht verstehe. Und Ethik setzt ja voraus, dass ich ein Verständnis habe für die Technologie. Jetzt, wenn ich verstehe, was der Impact ist und wie sie funktioniert, kann ich auch schauen, funktioniert sie ethisch auch korrekt. Und das ist das, was ich beobachte. Bei uns auch, die Kunden kommen nicht zu uns und fragen als erstes nach ethischen Aspekten der neuen Technologie, sondern was sind die Einsatzmöglichkeiten, wie kann ich mich innovativ positionieren, wie kann ich den Markt da verändern. Und Ethik kommt erst ganz zum Schluss. Also ich würde dieser Feststellung nicht widersprechen, dass die ethischen Fragen meistens erst später kommen, aber ich würde der Aussage widersprechen, dass das innovationshemmend ist. Das ist ja auch so ein bisschen ein Argument, das teilweise beim Datenschutz vorgeführt wird, dass man sagt, man kann gewisse digitale Dienstleistungen nicht einsetzen oder gar nicht erst entwickeln oder erforschen, weil das sonst, weil der Datenschutz hier ist viel zu streng, aber ich glaube, dass das schon aneinander vorbeigeht. Und ich würde sogar sagen, es lohnt sich eben auch wirtschaftlich, die ethischen Fragen möglichst früh zu stellen, weil man dann noch gut Einfluss nehmen kann in der Produktentwicklung. Und am Ende läuft es dann sonst auf Gesetze, auf Strafen, auf Zusatzschlaufen, die man in der Unternehmen führen muss, hinaus. Und das ist ja dann auch nicht wirklich im Interesse aller. Ich denke, es ist ja auch so, ich möchte beim skeptischen User ansetzen, weil wir haben hier ja Leute aus der UX-Community und dieses U bei der UX steht für User. Und das heißt ja, dass, und das haben wir jetzt auch in den Projekten heute Vormittag bereits gesehen, wir fragen die User oder wir beobachten die User, wir wollen herausfinden, was wollen die. Und das wäre ja auch ein Ansatz, wir fragen auch skeptische User, was haben denn die für Vorbehalte oder welche Befürchtungen haben sie? Ich kenne das Thema jetzt eher auch aus der psychologischen Sicht, also wenn wir mit Teams arbeiten, dann sehen wir, ist immer das Thema Vertrauen. Wie können wir Vertrauen aufbauen und stärken? Und
dann geht dir das schief und das Vertrauen ist sofort weg. Das platzt wie ein Luftballon und dann ist es eine ganz weite, mühsame Reise, das wieder aufzubauen. Und ich rede jetzt nur von dem, was zwischen Menschen passiert. Und wenn wir das jetzt beziehen auf was passiert zwischen Menschen, und also Usern und Unternehmen, wenn wir an die Zürcher Kantonalbank denken, heute die Präsentation, da ging es ja auch um den Wert. Vertrauen, die nahe Bank, wie können wir das aufbauen? Wenn ich schon damit aufgewachsen bin, dass ich die ZKB kenne und den vertrauen, dann werde ich auch das E-Banking benutzen und da gehe ich davon aus, dass das auch so funktioniert, weil ich kenne ja die. Aber wenn das dann mal schief geht und wenn ich den Eindruck habe, da meine Daten werden missbraucht und die wollen mir da irgendein Paket andrehen mit vielen Kosten, dass ich gar nicht möchte, dann ist es von heute auf morgen weg. Und was mache ich dann? Da, ein Teil der Antwort wäre wahrscheinlich zu sagen, dass Vertrauen halt eben viel weiter geht, dass das keine technische Frage ist. Ein Aspekt ist sicher, die Technik, arbeitet die zuverlässig, hat die nicht allzu viele Bugs drin, ist die auch in einer Art und Weise, wie soll ich sagen, transparent, kann ich als User nachvollziehen, was da passiert. Da können wir dann später vielleicht noch die UX-Aspekte davon betonen. Aber gerade wenn man dann den Link macht von einer einzelnen Dienstleistung, wie jetzt beispielsweise das E-Banking, auf das Unternehmen als solches, dann fließen da noch viel mehr Faktoren hinein als rein das technische Element. Ein gutes Beispiel dazu ist ein Sicherheitsproblem, das es mit der estnischen EID gab. Die basiert unter anderem, kann man die als Smartcard beziehen, und da gab es ein Problem mit einem Verschlüsselungsalgorithmus für die Chipkarte, und die zuständige Behörde hat das sehr schnell kommuniziert, sehr transparent kommuniziert, sofort alle Karten gratis ersetzt. Das heißt, obwohl es ein Problem mit dem Vertrauen gab, jetzt dieses Mal auf der technischen Seite, gab es dann im Endresultat nicht ein Vertrauensproblem gegenüber der Dienstleistung oder gegenüber der Organisation, die es angeboten hat. Ich denke, es ist auch wichtig, User Experience umfassend anzuschauen. Also wir sprechen sehr oft über einen Kanal, reden von Digitalisierung und reden von Online-Kanal. Wir beobachten den Markt aber bereits, wie immer mehr Unternehmen merken, dass die Leute wirklich eine Präsenz noch voraussetzen, dass nur der digitale Kanal nicht genügend ist, dass die Kanäle sich ergänzen müssen. Und das Gesamte als User Experience anzuschauen, und man sieht auch, der digitale Kanal genügt nicht. Man kann nicht die Menschen auf gleichen Art und Weise abholen, man kann nicht das gleiche Vertrauen aufbauen, wie man das in einem Geschäft, wie du gesagt hast, schlussendlich geht es bei Vertrauen um Menschen. Man vertraut einem Menschen, man vertraut keinem Unternehmen, man vertraut nicht einer Technologie. Und deswegen denke ich, bei User Experience ist es wichtig, wirklich diese Omnichannel-Thematik anzuschauen, schauen, wie kann ich jetzt den Kunden digital abholen und diese Experience dann auch im Geschäft so weiterführen. Mhm. Und ich denke, das ist auch, wo die ganze User Experience in Zukunft hingeht. Und da finde ich ganz spannend dann auch die Differenzierung zwischen, was ist die User Experience überhaupt? Ich denke, sehr oft ist einfach angeschaut, ich modelliere ein Erlebnis von meinem Kunden und dann wird das einfach abgespielt, oder? Und wenn wir aber Menschen sind, da geschieht viel mehr. Es ist viel komplexer in der Relation, und eigentlich müsste man von User Dialog sprechen. Es sollte ein Dialog sein, und es gerade bei den digitalen Kanälen versagt genau dieser Dialog einfach zu oft. Es ist ein zu einseitiger Dialog, wo das Unternehmen eine ganz gewisse Erwartung an den User stellt, der User mit einer gewissen Erwartung auf das Unternehmen zugeht. Wenn diese Erwartungen aufeinander prallen, entweder geht es auf und es ist eine super Experience, oder es geht eben nicht auf und man verliert den Kunden. Ich denke, das ist ein gutes Stichwort, Dialog. Also wenn ich denke, alle von uns haben ja zu tun mit verschiedenen Unternehmen, zum Beispiel eine Versicherung. Und bis ich die Versicherung abgeschlossen habe, gibt es sehr viel Dialog. Und dann, wenn ich mal abgeschlossen habe, dann gibt es keinen Dialog mehr. Und wenn ich dann einen Schadensfall habe, dann habe ich nicht mal eine Telefonnummer. Doch, ich habe vielleicht eine Telefonnummer, aber dann komme ich in die Warteschleife, muss mir eine halbe Stunde Musik anhören, um dann zu sagen, dass ich jetzt einen Parkschaden habe, den ich gerne melden möchte. Dann bauen jetzt all diese Firmen Portale, eben mit sehr viel UX, tolle Experience. Und die Portale haben ja letztlich den Eindruck, also das Ziel, die Kunden, mir die Kunden vom Leibe zu halten, weil das viel zu teuer ist, wenn die anrufen. Die sollen hier auf dieses Portal gehen und das alles selber machen. Und dann denke ich mir immer, ja, Dialog, das ist kein Dialog und schon gar nicht auf Augenhöhe. Und wie soll ich dann denen vertrauen? Also das wäre ja, vielleicht wollen wir so ein bisschen jetzt in Richtung Lösungsansätze, was können wir denn tun? Vielleicht beginnen wir bei den Unternehmen, was können die Unternehmen tun, um
sagen jetzt eben, wenn wir uns jetzt auf das Vertrauensthema hier konzentrieren. Also das Beispiel gefällt mir gut, weil das ist mir eben auch schon passiert. Am Anfang wirst du gelockt und alle kümmern sich um dich und kaum ist der Deal abgeschlossen, bist du irgendwie nichts mehr. Ein Beispiel ist vielleicht auch, wenn Abos oder permanent vergünstigt werden und das, du hast das Gefühl, je länger du beim Unternehmen bist, umso schlechter fährst du preislich. Also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist wirklich einfach bestehende Kunden gut behandeln und nicht immer sagen, ich brauche noch ein paar Junge oder ich brauche noch ein paar Familien, weil das hinterlässt immer bei den bestehenden treuen Kunden einen schalen Beigeschmack. Und ich denke, gerade auch der Kundenservice wird massiv unterschätzt, weil ein unzufriedener Kunde, wenn der Kundenservice stimmt, dann erzählt er das rum und das ist die beste Visitenkarte, die passieren kann. Ich glaube auch, dass das sozusagen der Weg ist, der beschritten werden müsste. Aber ich bin mir nicht sicher, wie weit man von Unternehmensseite diesen Weg überhaupt gehen kann. Das hängt sicher von den einzelnen Marktsegmenten ab. Um nochmal so ein bisschen den Punkt stärker zu machen, Christian, den du eben gemacht hast, wenn es um die Gefahren geht, die Vertrauensverhältnisse bedrohen. Ich kenne beispielsweise aus der Diskussion im medizinethischen Kontext, wo es um die Frage von Vertrauen zwischen Patienten und Ärzten geht, die Situation, dass ganz oft gesagt wird, ich fühle mich nicht als die individuelle Person wahrgenommen, die ich bin. Also ich werde reduziert auf meine Erkrankung. So etwas ganz Ähnliches passiert auch im Kontext der Digitalisierung. Das sind im Grunde Varianten, eine andere Umschreibung des Prozesses, den ihr beide jetzt skizziert habt. Ich bin irgendwo online, ich schließe irgendwas ab, aber ich werde nicht als die Person wahrgenommen, die ich bin in meiner Ganzheit, weil da kein Gegenüber ist, das Interesse an mir zeigen könnte, sondern ich werde unter einem bestimmten Aspekt betrachtet. Diese ganze, alles was mit der Algorithmisierung von Individuen zu tun hat, ist da sicher sehr, sehr einschlägig und wirkt Vertrauensbeziehungen entgegen, würde ich sagen. Was Vertrauen zusätzlich zu implizieren scheint, ist so eine gewisse interesselose Einstellung. Das ist auch sehr interessant, wenn ich davon ausgehe, dass mein Gegenüber andere Motive hat, eigene Motive hat, egoistische Motive hat, dann bin ich auf der Hut. Und es ist richtig, dass ich auf der Hut bin. Ich habe Anlass, misstrauisch zu sein, wenn ich denke, diese andere Person wird irgendwas erreichen wollen, was nichts mit mir zu tun hat. Die Frage ist, kann ein Unternehmen jemals diese Facette abstreifen? Ja, kann man jemals sagen, ich bin interesselos an dir als Gegenüber, als ganzheitliches Gegenüber interessiert. Bitte erzähl mir mehr von deiner Lebensgeschichte und lass uns Freunde sein. Das finde ich einen super spannenden Punkt, weil nicht nur in meiner persönlichen Wahrnehmung, sondern auch in Studien, die wir durchgeführt haben zur Frage des Vertrauens und was es dazu braucht, kommt das immer wieder vor, dass es halt einen wachsenden Gap gibt zwischen dem Anspruch, der versucht wird zu vermitteln von Seiten der Unternehmen, in dem die Produkte werden sehr freundlich gestaltet, man pflegt einen sehr umgangssprachlichen Umgangston, so hey du, wir sind voll auf Augenhöhe und das weckt Erwartungen, die dann in der Realität einfach, auch der Wirtschaft in der Realität einfach nicht eingelöst werden und nicht eingelöst werden können. Und ein weiteres Element, das zentral ist, ist einfach die Transparenz und auch die Aufklärung der Nutzerinnen und Nutzer. Also es ist noch nicht allzu lange her, als man noch mit jedem Gerät oder jeder Applikation, die man benutzt hat, sich durch hundertseitige Manuals kämpfen musste. Aber dann hat man auch einigermaßen verstanden, nicht nur, wie man es bedienen muss, sondern vielleicht sogar noch ein bisschen, was dahinter so läuft. Und heute sieht man, dass überall die Knöpfe reduziert werden, die Felder werden reduziert. Kann man sagen, das ist von der User Experience her super. Die Kehrseite davon ist einfach so eine latente Bevormundung und Entmündigung des Nutzers und der Nutzerin. Es ist gar nicht mehr Interesse. Man will gar nicht eben das, was du auch schon vorher gesagt hast, man will gar nicht mehr, dass man Fragen stellt, dass man sich Gedanken macht oder dass man auch nur überhaupt anfängt zu versuchen zu verstehen, was da überhaupt passiert. Und das bedeutet aber auch, dass man stärker auf das Vertrauen setzt, als man sonst müsste, wenn man transparenter wäre. Das ist ja auch das Thema Transparenz. Also wenn wir sagen, der Mensch wird reduziert auf erst nur noch User und der User hängt irgendwo außen an diesen Systemen dran. Oder er ist nicht mehr Mensch in dem Sinne und es ist nicht transparent, welche Beziehung besteht hier zwischen diesen Unternehmen und diesen Usern. Diese User sind ja eigentlich nicht nur Leute, die klicken mit der Maus, sondern die haben auch Ziele, Interessen und Wünsche und das Unternehmen hat Ziele, Interessen und Wünsche und nur wenn das irgendwie zusammenkommt, dann gibt es eigentlich eine Beziehung. Und ich denke, das ist in vielen Bereichen überhaupt nicht mehr transparent und es ist natürlich auch sehr einseitig, weil ich als User, ich habe keinen Einfluss auf eine Großbank oder
auf ein großes Industrieunternehmen oder so. Ich kann ein Produkt kaufen oder ich kaufe es nicht, das, und dann ist mein Einfluss vorbei. Also wie gestalten wir diese Beziehung, dass Vertrauen möglich wird? Das ist für mich die Frage. Da sehe ich eben auch eine Falle des UX oder des Design Thinking. Man sieht oft, man merkt, wenn jemand Design Thinking gemacht hat, dann startet man immer mit den Personas. Oder? Man hat da die Personas, man hat sich überlegt, wer könnte mein Kunde sein, da ist die Hausfrau. Aber in diesen Personas steckt oft sehr viele Vorurteile drin. Mhm. Werden sehr viele Annahmen getroffen und ganz viele Menschen werden einfach von Anfang an schon ausgeschlossen. Ganz viele Bedürfnisse werden ignoriert. Und dann geht man mit diesen Personas weiter und was denkt sie, was fühlt sie, was sagt sie. Oder dann sind sie plötzlich bei den Gefühlen und Gedanken, aber der Mensch wird schon ein bisschen wegabstrahiert. Und dann geht man weiter und schaut, okay, wo sind jetzt die Bedürfnisse, was können wir machen, was sind die low-hanging fruits, was lässt sich mit wenig Kosten schnell umsetzen. Und dann gibt es so diese Sachen, wo man sagt, das wäre wirklich wertvoll, aber viel zu teuer umzusetzen, das machen wir irgendwann mal in der Zukunft. Mhm. Oder? Und dieser Prozess schließt systematisch einfach Leute aus, aus dem System. Mhm. Und ich meine, ein großes Thema bei uns ist das Thema AI, künstliche Intelligenz, und da zeigt sich schon, AI wird für Herren, weißhäutig, 20 bis 40 gemacht. Und es ist nicht, dass 20% der Menschheit ausgeschlossen wird, sondern die Produkte werden mehr und mehr einfach für 20% der Bevölkerung gemacht. Und da sind die Kaufkräftige, da sind entscheidungswillige Leute und alle anderen werden ausgeschlossen. Oder? Und so kann man einfach kein Vertrauen aufbauen. Und ich denke, eben human-centric design, man muss jetzt Menschen wieder stärker in den Mittelpunkt rücken und auch eben mit mehreren Kanälen, mit unterschiedlichen Gesprächen. Ich fand das Beispiel, wo vorhin präsentiert wurde, hier mit diesem Social Facebook für Leute mit speziellen Bedürfnissen. So Sachen braucht es mehr, wo man sagt, wo hole ich Minderheiten oder Leute mit anderen Bedürfnissen besser ab? Genügt es für mich, als eine Bank eine einzige Webseite zu haben? Oder brauche ich da unterschiedliche, die verschiedene Berufsgruppen auch abholen? Und gerade das digitale Kanal, da versucht man einfach alles in eins reinzupacken, ein Produkt zu haben, der möglichst viele Leute bedient und das geht einfach nicht auf. Okay. Ich denke, das ist ein guter Punkt, dass ich gerne die Diskussion öffnen möchte, auch ins Publikum. Wir haben jetzt gehört, Human-Centered Design, das wäre eine Chance, vielleicht auch eben da das Thema Vertrauen und Ethik stärker einzubringen. Was denkt ihr, UX-Community? Was könnt ihr tun, um Vertrauen und Ethik zu fördern? Wer möchte eine Frage stellen oder ein Statement dazu einbringen? Ich glaube, eine der Schwierigkeiten beim Vertrauen in Technologien ist, dass die biased sind, aber man sieht es nicht. Wenn mich ein Mensch ausgrenzt, ist es einfach. Ich kann sagen, er grenzt mich aus. Aber bei Technologien hat man immer so das Gefühl, die ist per se ethisch. Aber ich meine, die entwirft jemand in einer Gedankenwelt und Daten sind per se auch immer biased. Also Daten sind ja nicht neutral. Und ich glaube, das ist die Problematik, dass viele Leute nicht dahinter sehen. Man hat das Gefühl, Technologie ist per se gut oder Daten ja, sind nicht rassistisch oder nicht sexistisch. Und ich glaube, das ist eine der Grundprobleme, die noch nicht gesehen werden. Okay. Ich würde auch sagen, das wird massiv unterschätzt. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, eine Software, die dann diskriminiert, oder ein KI-System, die diskriminiert dann heftiger. Oder mein Radius ist beschränkt. Aber eine internationale Software, nur schon eine nationale, kann wahnsinnig viel Schaden anrichten. Und deshalb ist diese Nicht-Neutralität, das ist eine extrem wichtige Botschaft. Aber eben, wie kann ich das dann transportieren oder eben transparent machen? Eine Diskussion ist ja auch im HR-Bereich, dass dann mit künstlicher Intelligenz die Bewerbungsdossiers mal aussortiert werden und 90% fallen raus, ohne dass ein Mensch das angeschaut hat und solche Dinge. Also das eine ist das Handwerk. Wenn man weiß, dass es diskriminiert, gibt es schon Möglichkeiten, das zu verbessern, aber es ist anspruchsvoll, weil selbstlernende Systeme muss man eigentlich immer wieder bereinigen. Und der ganz große Hebel ist, wo setzen wir diese Systeme ein, wenn wir wissen, dass sie so viel Schaden anrichten können. Also es genügt nicht nur immer zu optimieren, sondern die grundsätzliche Frage, wo setzen wir sie ein, wenn sie eigentlich solche Limiten
heute noch aufweisen. Also im Extremfall könnte das auch heißen, in einem gewissen Bereich setze ich eben diese Technologie nicht ein, auch wenn sie effizient und kostengünstig wäre. Genau, ich setze ja auch nicht eine schlechte Mitarbeiterin auf einen wichtigen Job an. Also warum soll ich ein schlechtes System nehmen, um Menschen zu beurteilen? Okay. Ich finde das ein sehr wichtiger Punkt, den du aufgeworfen hast, weil es uns zeigt, dass, warum Digitalisierung so ein existenzieller Bereich ist im Moment. Die Veränderung, wie du gesagt hast, die merken wir oft nicht mit, weil die under the hood laufen. Und das führt dazu, dass das, was die Digitalisierungsprozesse leisten, zu einer neuen Realität wird, die man gar nicht mehr hinterfragt irgendwann mal. Und das würde auch heißen, dass diese Maßnahmen, von denen du gesprochen hast, Cornelia, die sollten besser nicht zu spät ergriffen werden, mhm. Ja, weil es ab einem bestimmten Zeitpunkt zu einer Normalität werden kann. Bestimmte Biases können zu Normalität werden und dann sind sie ganz schwer zurückzudrehen und dann müssen Aktivisten her oder sowas. Ja? Und diesen Zustand wollen wir lieber nicht erreichen. Okay. Ich denke auch ein wichtiger Punkt, den eigentlich fast zu wenig diskutiert, ist der Punkt Daten. Oder? Systeme sammeln Daten, künstliche Intelligenz lebt von Daten und wir sind die Daten. Also wir produzieren die Daten. Und wir schützen sie viel zu wenig. Mhm. Wir müssen uns viel bewusster werden, wo wir Daten produzieren und was mit denen ausgerichtet wird. Und da braucht es einfach mehr Transparenz, damit auch mehr Vertrauen möglich ist. Und die Daten sind nicht die Realität, oder? Das ist ein Abschnitt oder ein Ausschnitt einer komplexen Welt. Also auch Daten selber sind nicht, also nicht jeder Mensch ist gleich im Internet abgebildet. Eben deshalb auch dieses Thema Inclusion ist ganz wichtig. Das ist per se schon eine Verzerrung, also die Welt ist wirklich komplexer. Daten sind immer Messungen und die Daten hängen von der Messung ab. Also ich kann nur das, als Daten produzieren, was ich messen will. Wenn ich jetzt das nicht messe, dann gibt es auch keine Daten. Aber wir sind uns das ja viel zu wenig bewusst. Absolut. Also if the product is free, so you are the product, kommt hier in diesem Film. Wir sind uns nicht bewusst, dass das alles weiterverwendet wird. Ich glaube, du hattest nochmal das Mikro. Ich versuche es nochmal. Ja. Machen wir uns nicht es zu einfach. Ich meine, wie ich sagen, von den jetzigen Daten, wir haben geschichtliche Daten, die so massiv verzerrt und biased sind, auf die wir aufbauen, bei zum Beispiel in den USA, um gewisse Justizsachen abzubilden, Kreditvergaben, die massiv sexistisch verzerrt sind durch die Leute, die das entwickeln, mit dem Gedankenmodell, mit dem die das entwickeln. Es ist ja nicht nur, ja, wir schauen jetzt ein bisschen, dass wir den Datenschutz jetzt ein bisschen besser in den Griff kriegen und mehr über unsere Daten wissen, sondern wir setzen schon auf Daten, die so massiv verzerrt sind. Und die verstehen es ja nicht, ich verstehe den Algorithmus nicht. Wenn mich jemand angreift, kann ich sagen, okay, der grenzt mich aus. Das ist eine einfache Interaktion. Ja. Aber eine Interaktion mit einem Unternehmen oder mit einem Algorithmus, den verstehe ich doch nicht. Ja. Ganz was anderes. Wir haben da hinten noch eine Wortmeldung. Da, hier auch. Und da hinten auch noch. Ne? Machen wir vielleicht zuerst hier. Sie haben gerade davon gesprochen, dass wir inklusiv sein müssen. Was ist, wenn ich exklusiv sein will? wir reden jetzt schon über Daten und wie wir die Experience besser machen. Was ist, wenn ich nicht mitmachen möchte? Der ganze Gruppendruck ist ja da. Ich kann heute noch so viele SMS schreiben, mir antworten alle irgendwie auf WhatsApp und auf Facebook Messenger. Ich habe nichts in meinem Profil auf Facebook aus guten Gründen, aber ich teile Nachrichten und das sind dann persönlich Nachrichten, weil es ja persönliche Kontakte sind, die man ja auch in echt kennt. Und da steckt ganz viel Info drin, das kann alles ausgewertet werden. Das heißt, ich kann ja gar nicht mehr drumherum nicht dran teilzunehmen. Okay. So wie mein Gotti Meitli mit 3 einen Klassenchat haben muss auf WhatsApp. Ja. Wer möchte darauf reagieren? Ja, vielen Dank. Das ist gesellschaftlich auf jeden Fall ein Problem. Also es gab gerade kürzlich auch eine Studie, wie verändert die Digitalisierung die Demokratie? Und da kommt wirklich auch die Frage, haben wir wie ein Recht, offline zu sein? Haben wir ein Recht, Daten nicht zu teilen? Ich finde das auch sehr wichtig. Also so wie wir sagen, wir brauchen Inklusion, muss es auch möglich sein, selber zu entscheiden, wie viele Spuren will ich hinterlassen. Aber ich bin bei dir, dieser soziale Druck ist enorm. Es kann auch am Arbeitsplatz ein Nachteil sein, wenn man online nicht präsent ist. Ich glaube, auch da müssen wir lernen und einfach auch die Spielregel haben, dass das kein Terrorist ist, sondern er hat einfach keine Lust, seine Daten
mit kommerziellen Anbietern zu teilen. Okay. Ich denke, es wird sogar noch schlimmer, weil wenn ich dann entscheide, meine Daten nicht zu teilen und niemand Daten sammeln zu lassen, dann gerät man unter Generalverdacht. Weil jedes Unternehmen sagt, okay, der Kunde ist transparent, ich weiß alles über ihn, ich kann ihn einschätzen, über den weiß ich nichts. Also gehe ich davon aus, dass er ein schlechter Kunde ist. Ich gehe nicht davon aus, dass er ein guter Kunde ist. Und das steigert dann den sozialen Druck nur noch mehr, auch im allgemeinen Bereich, nicht nur im sozialen, sondern im unternehmerischen Bereich, weil ich dann immer die höchsten Preise bezahlen muss und eben keine Cumulus-Bonds bekomme und so eigentlich finanziell auch benachteiligt werde. Ich würde auch sagen, dass wir die Messlatte für Vertrauenswürdigkeit oder für ethisches Verhalten unterschiedlich hochsetzen müssen, je nachdem, über welchen digitale Dienstleistung wir sprechen und auch von wem sie angeboten wird. Also wir haben bei der Swiss Digital Initiative ein Label entwickelt zur Zertifizierung der Vertrauenswürdigkeit und da werden wir auch oft gefragt, ist die Idee, dass das alle nutzen? Und also nein, das ist nicht die Idee, sondern die Idee ist, dass das dort zum Einsatz kommt, wo diese Frage eben besonders wichtig ist. Und das heißt dort, wo sensitive Daten verarbeitet werden, dort, wo potenziell automatisierte Entscheidungen getroffen werden von großer Reichweite, dort, wo ich mir auch nicht unbedingt aussuchen kann, ob ich diese Dienstleistung nutzen möchte oder nicht. Und das heißt, das richtet sich hauptsächlich an digitale Dienstleistungen im öffentlichen Sektor, digitale Dienstleistungen in der Finanzbranche, im Gesundheitswesen. Dort habe ich schon das Gefühl, dass wir die Messlatte sehr hoch setzen müssen, aber es sollte kein Problem sein, auch andere Dienste anzubieten, die dann eine tiefere Messlatte überwinden müssen. Kannst du vielleicht noch ein bisschen ausführen, wie diese Zertifizierung funktioniert? Ja, wir haben in den letzten 2 Jahren einen Kriterienkatalog erarbeitet mit etwa 35 Kriterien in den Dimensionen Sicherheit, Datenschutz, Verlässlichkeit und User-Interaktion, wo es vor allem um das Thema automatisierte Entscheidungsfindung geht und ob darüber transparent aufgeklärt wird. Das ist aber eine Anleitung zur Zertifizierung durch eine Auditfirma, die eher auch so auf der Prozessebene bleibt und vor allem Transparenz gegenüber den Kundinnen und Kunden schaffen soll, was da passiert. Was nicht Teil ist beispielsweise, wäre dann eine Analyse der Daten und wirklich zu schauen, die Datenbasis, mit der ein bestimmtes System trainiert wurde, gibt es da Bias, gibt es da keinen Bias. Solche Zertifizierungen gibt es auch. Das ist auch ein sehr schnell wachsender Markt für Beratungsfirmen. Unternehmen, die KI einsetzen, dort zu beraten oder diese Untersuchungen durchzuführen. Interessant. Da hinten eine Wortmeldung, bitte. Ja, danke. Ich habe 2 Fragen. Die eine ist, es wird die ganze Zeit über neutrale Daten oder Technologien gesprochen. Was ist dann Neutralität in eurem Sinne? Und die zweite Frage ist, es wird auch die ganze Zeit über Transparenz gesprochen, auch in einem Unternehmen, aber nie fällt das Wort Open Source. Okay, wer möchte darauf reagieren? Also wenn die Frage bezüglich Open Source war, ob man das unterstützt oder nicht, dann wäre ich natürlich klar dafür, dass es auch in Transparenz, nicht nur in Transparenz, sondern auch ein Vertrauensmotor sein kann, gerade angesichts des Engagements der Community. Die Frage der neutralen Technologien würde mich interessieren, wo das häufig verwendet wird, weil ich habe immer das Gefühl, dass, also meiner Meinung nach ist das so langsam am Kippen, dass die Technologie nicht mehr umgeht. Also ich glaube, das Eingangsstatement von Cornelia war ja klar, dass das eben nicht der Fall ist. Genau. Technologie ist nicht neutral. Also vielleicht wurde das falsch verstanden, aber... Aber vielleicht meinst du auch etwas den Vergleich mit dem Menschen, dass du vielleicht sagst, der Mensch hat auch seine Biases und ist nicht perfekt und ist nicht neutral. Warum akzeptieren wir es nicht bei der Technologie? Ich würde auch sagen, wir haben andere Erwartungen an die Maschine, weil sie ist ja ein Hilfsmittel. Also nur weil wir gewisse Defizite haben, sollten wir ja nicht irgendwie, wenn wir es wissen, defizitäre Maschinen einsetzen. Und das Zweite ist halt wirklich, ihre Reichweite ist massiv größer. Also sie verstärkt dann alles. Eine große Stärke von maschinellem Lernen sind ja Mustererkennen. Das heißt, wenn wir vielleicht etwas ganz wenig Frauen diskriminieren, dann erkennt das System so stark, dass es dann Frauen vielleicht 10-mal so stark diskriminiert. Und gleichzeitig ist es eine Software, die dann vielleicht weltweit verkauft wird. Also der Impact einer Maschine ist viel größer. Und die Akzeptanz von menschlichem Handeln ist halt auch ein anderes, als wenn eine Maschine handelt. Weil wir erschaffen ja diese Maschine, wir entscheiden, wo wir sie nutzen. Und sinnvollerweise nutzen wir sie ja nur, wenn sie wirklich gut funktioniert. Wenn wir wissen, dass sie schlecht funktioniert, sollten sie meiner Meinung nach, ist das ja kein Mehrwert, dann sollten wir sie ja nicht einsetzen. Ja, vielleicht noch ein Wort zu Transparenz.
Bin nicht sicher, inwieweit das zu Open Source passt, aber Transparenz wird ja oft als Allheilmittel für Vertrauenskrisen aller Art in die Diskussion hineingebracht. Mach doch alles transparent, dann kommen schon die Leute und vertrauen dir wieder. Das stimmt aber nur bis zu einem bestimmten Grad. Und Transparenz ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Und da kommt wieder der Begriff der user-zentrierten Perspektive ins Spiel. Es reicht nicht nur, Dinge irgendwo hinzustellen, sondern man muss versuchen, auch in einen konstruktiven Dialog mit dem User und der Userin zu treten, damit die nachvollziehen, was für sie relevant sein könnte. Das ist ja das Problem mit den Terms of Agreement, die von den meisten Leuten einfach durchgescrollt werden und dann wird das Häkchen unten drunter gesetzt. Das ist wunderbar transparent, aber diese Transparenz verschleiert im Grunde Dinge, die Unternehmen verschleiert wissen wollen und ist im Grunde etwas, was Misstrauen befördern sollte. Manchmal ist zu viel, eine falsch konstruierte Transparenz ist ein Anlass für Misstrauen. Das ist das, was man durchführt. Wenn ich da noch einhängen darf, bin ich absolut bei dir und gerade beim Thema Open Source. Ich meine, es ist super, Quellcode ist offen. Wer von euch kann Quellcode lesen? Also ich kann in gewissen Sprachen, aber ich habe mir noch nie die Zeit genommen, da alle Open Source Codes zu lesen. Wer tut das schon? Schlussendlich ist es eine Community, die das tut. Mhm. Und deswegen, der Gedanke ist gut. Statt dass man einen einzelnen unbekannten Autoren vertraut, der die Software geschrieben hat, vertraut man der Community. Aber auch die Community hat Vorurteile. Aber auch die ist gebiased. Das ist, ja, tut mir leid, aber die meisten Leute in dieser Community sind Männer, oder? Werden da wirklich die Fraueninteressen richtig vertreten in einer solchen Community? Also, ja, es ist eine Lösung, aber es löst nicht alle Probleme. Ja. Aber das finde ich auch noch interessant, dass wir dann Biases, die wir haben, dass wir an denen nicht arbeiten, sondern wir sagen, ja, wir haben auch Biases, dann kann ja die Maschine auch etwas Biases haben. Komisch, oder? Also es gibt Länder, da hat man kein Foto mehr, wenn man sich bewirbt, weil man weiß, das ist ein Bias. Und was machen die Schweizer? Wir möchten gerne ein Foto beim Lebenslauf. Das Zweite ist auch bei einem Orchester, wenn man in ein Orchester aufgenommen wird und das Vorspielen passiert hinter einem Vorhang, dann haben viel mehr Minderheiten eine Chance, in dieses Orchester aufgenommen zu werden. Das heißt, wenn wir unsere Biases etwas besser in den Griff kriegen wollen, dafür gibt es tonnenweise Material, wir müssen es einfach tun. Mhm. Aber ich glaube, zu sagen, ja, dann akzeptieren wir eine schlechte Maschine, das ist einfach nicht die richtige Lösung. Ja. Da war noch eine Meldung im Publikum, ich glaube Markus. Ja, ich bin der Meinung, wir dürfen uns in unserer Rolle als UX-Designer auch noch etwas mutiger für die Menschen hinter diesen Daten einsetzen. Ich denke, wir haben mehr als andere, vielleicht auch innerhalb der Firmen und Unternehmen und der Produktentwicklung, eine Leaderrolle einzunehmen und diese Bedürfnisse dieser Menschen zu vertreten und sichtbar zu machen. Und das können wir tun, zum Beispiel indem wir proaktiv auf den Wert der Daten hinweisen, die man gratis hingibt, oder auch indem wir Alternativen schaffen und sagen, du hast die Wahl, du darfst mit Daten bezahlen oder mit realem Geld, und so auch den Unternehmen aufzeigen, dass vielleicht eine gute Teilmenge der Nutzer bereit wäre, in einer anderen Währung zu zahlen als in Daten. Und ich denke, diese Denkweise, die sollte bei uns proaktiv angesiedelt sein und auch vertreten werden. Diesen Punkt würde ich sehr gerne aufgreifen, weil das war etwas, was in unserem Vorgespräch aufgetaucht ist, diese Spannung, das Spannungsfeld, in dem sich viele von euch wahrscheinlich befinden. Selbst wenn man sagt, den Nutzer in das Zentrum stellen, stellt sich ja immer die Frage, ja, aber aus welchen Perspektive, aus Perspektive des Unternehmens oder aus Perspektive wirklich des Endnutzers? Und da kann man ja teilweise dann doch Konflikte oder Spannungen haben, weil das Unternehmen hat vielleicht ein Interesse daran, dass gewisse Funktionen genutzt werden, dass der Nutzer möglichst gut in einer bestimmten Art und Weise durch eine Applikation gelotst wird. Aber das muss nicht zwingend das Interesse sein des Endnutzers. Mhm. Ja. Ich hätte gerne noch eine Frage aus dem Publikum hier. Ja, bitte. Ja, dazu kommt ja noch, wir waren vorhin bei den Lösungsansätzen und nach meiner Erfahrung ist es auch so, dass für relativ mächtige Tools sehr wenige Leute arbeiten. Und ich denke, manchmal fehlt halt einfach auch die Zeit oder die Ressourcen, das zu machen und eben den Menschen wirklich ins Zentrum zu setzen. Und gleichzeitig werden aber dann 30, 40 Projekte, digitale Projekte gemacht von Firmen. Und da fehlt meiner Meinung nach manchmal auch der Fokus auf diese einzelnen Tools, wo man dann wirklich vertieft hinschauen kann. Also die Unternehmen werden dann etwas machen, wenn es für sie
auch problematisch ist. Da werden sie etwas investieren. Wir machen die Erfahrung häufig, dass wenn wir UX in die Unternehmen reinbringen, dass sie sagen, ja, wir wollen tolle Prototypen und Design, das ist schön, aber wenn wir sagen, ja, wir möchten gerne mit den Usern sprechen, dann wird das schon ein bisschen schwierig. Wenn man richtige Studien machen möchte, dann wird das noch schwieriger. Und das ist genau dieses Spannungsfeld. Und wenn man natürlich dann keine Zeit hat, dann lässt man das weg. Jetzt nehme ich noch ein letztes Statement aus dem Plenum. Ich möchte nochmal auf ein Statement zurückkommen, auch das vorhin gemacht wurde, dass es auch für Unternehmen ein Wettbewerbsvorteil sein kann, wenn sie eben, ich sage es mal, ethisch handeln oder dieses Vertrauen versuchen aufzubauen oder auch, wie vorhin gesagt wurde, ja, Alternativen zum Bezahlen mit Daten anbieten. Aber in gewissen Märkten gibt es da überhaupt noch eine Chance, als für mich als Unternehmen da in einen Markt so reinzukommen, wenn ich jetzt mit einem Bezahlmodell komme und dann muss ich gegen irgendwelche Großkonzerne antreten, die quasi gratis Sachen anbieten. Also habe ich da überhaupt noch, gibt es da überhaupt noch eine Möglichkeit, diesen Markt quasi wieder umzukehren, also aus diesem gratis rauszukommen? Ja, da gibt es sicher Probleme, die auf einer Stufe angegangen werden müssen, die sich weit höher liegt als das einzelne Unternehmen. Aber deshalb sehen wir auch diese vermehrten Regulierungsansätze, um wirklich bestimmte Marktdynamiken und gewisse Monopolbildungstendenzen zu brechen oder denen zumindest versuchen entgegenzuwirken. Ich glaube, dass es im Markt trotzdem die Möglichkeit gibt, wahrscheinlich einfach nur für ein Nischenpublikum. Also ein Beispiel wäre Threema, wo man ja für den Messenger zahlt. Und das einigermaßen zu laufen scheint, natürlich nie in einer Größe wie vergleichbare Messenger-Dienste, aber trotzdem so, dass es der Firma gut geht und dass sie wachsen kann. Aber es ist auf jeden Fall ein Uphill Battle für die einzelne Firma, dem würde ich zustimmen. Okay. Wir haben noch 2-3 letzte Minuten und die möchte ich nutzen für eine Schlussrunde. In der Kinderstunde heißt das Thema jeweils mein Wunsch in die Nacht. Das wäre jetzt eure Wünsche für die digitale Zukunft in Bezug auf Vertrauen und Ethik. Machen wir eine kurze Schlussrunde. Was möchtet ihr, was wünscht ihr euch? Wer will starten? Wenn ich sonst starten darf. Ich fand, es kamen viele wichtige und korrekte Statements aus dem Publikum heraus. Ich denke, wir sind hier so als Experten nominiert und aufgestellt, aber ihr seid alle auch genau gleich Experten. Und ihr habt eine Stimme und ich denke, das ist wichtig, dass ihr die Stimme auch aufbringt in den Unternehmen drin. Und genau diese Gedanken und die Statements, die ihr gemacht habt, auch in die Unternehmen reinträgt. Okay. Vielen Dank. Ich habe zwei Wünsche. Einerseits, dass wir als Nutzerinnen und Nutzer skeptisch bleiben und uns versuchen weiterzubilden und versuchen zu verstehen, was hier da geschieht und Vertrauen auch aktiv einfordern und nicht mehr einfach annehmen. Und auf der Seite der Unternehmen wünsche ich mir, dass sie Ethik und Vertrauen nicht kapern zu Marketingzwecken oder zu Ethics-Washing, sondern das wirklich ernst nehmen. Okay. Ja, ich glaube, das ist genau das, was ich mir auch wünschen würde, vor allem das zuletzt genannte, Nicola, jedes Mal, wenn Unternehmen von Vertrauen reden wollen, um Vertrauen werben, den Appell richten, bitte vertraut uns doch, würde ich mir wünschen, dass sie sich metaphorisch, aber auch tatsächlich auf die Zunge beißt. Okay, danke schön. Cornelia? Ich will das Statement aufnehmen. Ich denke auch, ihr könnt die Hüter sein, und zwar der Menschen und ihrer Bedürfnisse und nicht der Konsumenten. Das ist etwas mehr, das ist etwas vielfältiger, aber spannender, vor allem in der heutigen Zeit, dass ihr wirklich die Menschen und ihre Bedürfnisse ins Zentrum stellt und nicht einfach den Konsumenten, weil dann schaut ihr nur auf das Portemonnaie und fokussiert darauf, was ihr verändern könnt, und das ist sehr viel, weil die Unternehmen sind auf Top-Leute angewiesen und wir haben da eine Verknappung. Das heißt, jeder gut qualifizierte Mitarbeiter hat eine ganz wichtige Stimme und einen wichtigen Einfluss. Okay. Mir ist auch jetzt in der Diskussion vor allem aufgefallen, wir sollten vielleicht beginnen, die User nicht einfach als User anzuschauen, sondern als Menschen und der digitale Kanal, die digitale Welt mehr zu einer dialogischen Welt zu machen, wo man wirklich auch auf Augenhöhe auch so gut es möglich ist, aber wo ein ehrlicher, das Wort ehrlich ist noch gar nicht gefallen, ein ehrliches Gespräch sucht das Unternehmen zu seinen Kunden oder auch zu seinen Lieferanten oder auch gegenüber der Gesellschaft und der Politik.
dass das Ganze auch verständlicher wird. Und das würde wahrscheinlich, wenn wir daran arbeiten, auch dieses Vertrauen wieder fördern. In dem Sinne möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei meinen Panel-Teilnehmern für die spannende Diskussion und natürlich auch beim Publikum. Vielen herzlichen Dank und ich übergebe gerne an Manuel.